Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkeys, das DAX-Analyse für Dienstag, den 4. Juni 2024. Und unser DAX hat hinter sich irgendwie was wackeln sehen und hat sich einmal im Kreis gedreht, reingebissen und sich auch erstmal damit glücklich getan. Wir haben über zwei verschiedene bullische Szenarien gesprochen. Primär ging es darum, dass mit dem Druck, den hier am Freitag aufgebaut werden konnte, er auch locker jetzt in die 700 weiter reinsteigen kann. 670, 700 haben wir gesagt. Zu erwarten wäre gewesen, dass er von dort dann auch wirklich lange seitwärts bleibt und sich ein späteres Erreichen für den Dienstag dann vorbereitet, hoch in die 800 und die 840. In der Alternative für das, sage ich mal, sehr positive Szenario hat man besprochen, dass wenn er sich aber hier vom Support weiter nach unten wegstößt, er nochmal auf die 530 aufsetzen könnte. Und von dort hoch, wir hatten glaube ich gesagt von 6,25 nach unten stoßen, er hat es jetzt von der 700 gemacht. Soll okay sein für meinen Geschmack, dadurch, dass er jetzt sehr seitwärts gewesen ist, hier schon oben hätte das auch vollkommen gereicht, es hätte gar nicht den Touch nach unten machen müssen, aber es ist okay, es ist ein probates Mittel, er hat sich dessen bedient und das ist jetzt erstmal okay, nehmen wir so hin. Das heißt, er hat letztendlich beide bullische Szenarien angestochen, nicht das Negative. Wir sind auch nicht wieder hier unter 500 zurückgefallen, wieder in der Range, Muster hier unten rein, sondern haben uns wirklich nach oben hin verteidigt, auch versucht, das Niveau zu halten, auch zum Abend hin nochmal probiert, trotz dass hier gegen Abend hin leichte Verkäufe eingesetzt haben, hat das wieder versucht, gerade zu ziehen auf dem Handelsschluss hin. Und damit würde ich jetzt erstmal unterstellen, dass es sich zum Dienstag auch nochmal Mühe gibt, da ein bisschen fortzuführen. Das könnte also bedeuten, dass wir über die 600 wieder drüber gehen, auch dann wieder 650, 700 erreichen, also auch 670 erreichen, 700 erreichen, vielleicht schon den ersten Tisch drüber setzen. Das kann eine 725, kann aber auch schon eine 67 sein. Das Erreichen der 840, der Trendlinie hier, jetzt ist es schon bei 830, würde ich dann allerdings vielleicht eher für den Mittwoch einplanen. Ich meine, es ist zum Dienstag erreichbar, aber man muss eben jetzt eines sehen, der Druck ist jetzt halt raus. Also das ist halt auch das, was mir nicht so gefällt, dass der so tief zurückgekommen ist. Ja, also wäre der hier oben schön saft zur Seite gegangen, der hättest du schon verblind in den Nisa-Long reinballern können, auch am Abend hin auf die 840. Das wäre richtig einfach von der Hand gegangen. Dadurch, dass er jetzt aber wieder so tief zurückgekommen ist, hat er jetzt auch vielen Verkäufern die Chance gegeben, die vielleicht auch am Freitag überrascht wurden, hier nochmal glimpflich rauszukommen, das klarzustellen und so weiter und so fort. Das heißt, hier ist jetzt deutlich Stress rausgenommen und deswegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass er jetzt hier vollkommen nach oben eskaliert. Das würde mich zumindest verwundern. Ja, eher wäre jetzt zu erwarten, dass das jetzt hier so ein geträges Geschiebe nach oben wird, ja, wo er sich dann wirklich 2 Tage Zeit nimmt für eine Strecke, die er normalerweise auch in 1-2 Stunden schaffen kann. Das hat man ja auch schön gesehen, wie die Öffnung reinkam. Er hatte genau das gemacht, was ich beschrieben habe, ja, dass dieses Hochdruck, dieses schnelle Zack. Wir haben das am Donnerstag hergeleitet, am Freitag ist es gekommen und haben auch gesagt, es wäre üblich, wenn das gleich in die 670, 700 reingeht und puff, genau so hat er es ja gemacht halt, ne? Und das hätte er auch noch weitermachen können, wenn er nicht so tief zurückgekommen wäre halt, ne? Das ist ein bisschen schade, aber können wir nun nicht ändern, müssen uns ja grundsätzlich immer unterordnen, auch wenn der DAX was macht, was wir überhaupt nicht wollen. Er gibt vor, wir gehen mit, denn wir wollen Geld verdienen und wir verdienen kein Geld, wenn wir immer nur gegen ihn wetten. Das funktioniert nicht, ne? Wir müssen schon das annehmen, was er uns hier vorbietet oder vorlegt und dann einfach mitgehen und im Zweifel morgen die Situation komplett anders betrachten, wie wir sie gestern betrachtet haben. Das ist halt so, das können wir uns nicht aussuchen, ja, weil wir sind hier, ich sag mal, die Kleineren am Hebel und können froh sein, wenn wir hier eben entsprechend mitkommen und mitschwimmen dürfen, wenn er uns mitschwimmen lässt. Ja, dürfen dankbar und zufrieden sein, sollten nicht zu gierig werden und dann funktioniert das Ganze auch. So, also, ich habe gerade gesagt, wenn wir über 600 weiter rausschwimmen, hätten wir wieder die Chance 670, 700 und vielleicht auch einen ersten Shop drüber zu kriegen, 725, 67, halte ich realistisch am Dienstag und müssen ein bisschen genau hingucken. Ja, sollte nämlich jetzt da unter die Tiefs nochmal drunter fallen, auch unter die 500. So ein Abstauben von 500 fände ich gar nicht so schlimm. Aber trotzdem wird es mich stören, wie auch dieses abendliche tiefe Runterziehen, weil es ihn anfällig macht hier, dass das bloß als dreiwellige Bewegung gewertet wird. Und wenn er jetzt zu tief runterkommt und er macht hier einen Wellenschnitt, dann wird man ihm schnell sowas hier anlegen. Also die großen Analysehäuser werden ihren Kunden das machen, die großen Büros werden das ihren Händlern mitteilen, dass sie Risiken drin haben, Kursrisiken von da nach da.
Und dann geht es darum zu beschreiben, dass man sagt, wenn der DAX jetzt hier weitere Tiefwolken ausbildet, kann er eben runter bis in die 260, 230, und puff, sind wir genau auf dem Kessel. Das haben wir gestern schon mal so ein bisschen angerissen. Ja, und von daher sollte man da jetzt ein bisschen genauer hingucken. Wie gesagt, es ist nicht unbedingt mein favorisiertes Szenario, aber wenn er unter die 500 geht, wird es, glaube ich, wird es schon anpeilen. Ja, würde ich damit rechnen, dass wir hier nochmal neue Tiefs reinkriegen. Ja, drückte sich aber hier über die 600 hoch, hatte locker das Zeug, da eben das Bier oben an die Linie ranzuspringen. Das ist an sich, SKS ist ja vollständig, das würde vollkommen ausreichen, haben wir ja schon besprochen. Wir haben auch alles das gesehen, was wir hergeleitet haben, ne? Also, wir haben ja hier drüber gesprochen, dass die SKS möglicherweise fertig ist. Wie würde das jetzt aussehen? Und das ist alles eingetreten, mit Ausnahme des abendlichen Abgleitens hier hinten. Ja? Was zwar auch ein positives Szenario ist, aber wie gesagt, das nimmt Druck raus. Aber ja, er ist schon gut auf Kurs. Wenn er sich jetzt wieder über die 600, 625 drückt und in die 700 reinschiebt, würde ich das mit den Kästen erstmal zurückstellen. Okay, deswegen lösche ich sie auch raus, solange wir da nicht unter die 500 runter wandern. Ihr habt das aber schon mal gesehen, könnt euch darauf vorbereiten, wenn er doch am Dienstag was anderes machen sollte, wie ich das jetzt hier vor Augen habe, also wieder rüber über 625, sondern wenn er wirklich unter die 500 wandert, habt ihr ein bisschen im Auge, wo das hinführen kann. Ja, nicht, dass der ein oder andere hier voll motiviert auf einem Long, den er bei 18.700 am Morgen geschossen hat, sitzen bleibt und hier seinen Stopp aller 30 Punkte nach unten schiebt, weil er sagt, hier kann es ja nicht tiefer gehen. Doch, 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 das kann ganz schön weit tief runtergehen. Ja, also wenn der das jetzt hier nicht verteidigt kriegt, das ist seine Passion, das ist die 5.30, haben wir auch gesagt, das ist super gute Unterstützung, die sollte dann jetzt auch halten. Hier ist noch ein kleiner Gap Close bei 500, das würde ich ihm erlauben, aber viel tiefer möchte ich ihn wirklich nicht haben. Ja, das würde mir sonst zu negativen Touch reinkriegen, wegen Wellenschnitt. Dann wäre das Antrieb, das ABC und das dann der nächste Antrieb. Und das führt dann wieder zu tieferen Sachen. Ja, guck mal, mindestens die lila Linie, die wäre schon bei 4,20. Das wäre dann auch schon Dienstag erreichbar. Ja, und so könnte man schon fast sagen, dass er unter 500 dann wahrscheinlich Richtung 4,20 lang. Bitte nehmt nicht den ersten Kurs unter 400, unter 500, nenne ich, dass einer bei 4,99 dann auf die Short-Taste drückt, so ein Gap Close, der kann ein bisschen überreißen, da muss man ein bisschen gucken, mal ein paar Minuten auch weggucken und dann beobachten, wie bewegt es sich dort. Ich würde aber erwarten, dass der Gap Close erstmal nach oben reagiert und gekauft wird, wird er das nämlich nicht und er stützt sich auch später nachher nochmal von unten, kommt an einer 5,20 oder einer 5,10 ab, wäre das eine Short-Vorlage dann. Aber er muss sich drunter etablieren. Also nicht gleich 4,89, 4, 98, 495 irgendwie Short reinklopfen. Sowas geht in der Regel nach hinten los. Ja? Weil er dann reagiert nach oben. So, dann habe ich alles gesagt, was ich sagen kann. Habe ich irgendwas vergessen? Tagesschart können wir vielleicht nochmal gucken. Müsste aber eine rote Tageskerze geworden sein. Hat aber auch einen längeren Schatten dran. Naja, gut. Nee, das ist egal. Brauchen wir uns nicht drauf fixieren. Wir bleiben hier. Bild ist schön klar. Können wir mitarbeiten. Schöne. Nee, doch, lass mal so. Ich mache hier zu, wünsche euch viel Erfolg am Dienstag und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dann, tschüss.